Wie soll denn nur aus dir mein Nachfolger werden? Ich hätte keinen Direktor Wolf. Du arbeitest im Werk. Kommst du aus Argentinien? Mhm, sí, Buenos Aires. Und du? Meine Eltern kommen aus Teheran. Ich kotze meine Familie so an, ey. Das ist der Aufruf zur Schah-Demo in Berlin. Du willst also wirklich Schokopudding nach dem Schah schmeißen? Am liebsten würde ich ihn mit Steinen bewerfen. Und wenn das schief geht, dann kommst du zum Bund und ich ins Kittchen. Wieso nicht? Wir hauen ab nach Berlin. Warst du da schon mal in der DDR? Meine Tante ist rüber. Deine Tante ist Kommunistin. Meine Mutter Nationalsozialistin. Du kannst hier sehr viel mehr bewegen als in Berlin. Was bist du nicht denn dafür, dass sich irgendwas bewegt? Willkommen zurück in Altona, Herr Walterböcke. Scheiß Nazis. Ja, Winne. Scheiß Nazis. Überall in der Regierung sind Alt-Nazis. Die NPD hat so viele Wähler wie noch nie. Warum sollte es ausgerechnet in Altona anders sein? Was für eine Familie sind wir eigentlich? Ich hätte mir gewünscht, dass wir zusammenhalten nach Papas Tod. Haben wir aber nicht. Und jetzt servieren Sie mein Familienunternehmen ab. Viel Zeit haben Sie nicht. Ohne Einnahmen kann ich Ihren Kredit nicht verlängern. Gut, was schlägst du vor? Entlassungen, was sonst? Zuerst die Gastarbeiter. Bitte! Ich hätte gedacht, dass die Ausländer so lange bleiben. Das ist alles deine Schuld. Das mit dem Stacheldraht ist was ganz anderes als damals im Bergen-Belsen. Wir machen das nicht, um Menschen einzusperren. Wir machen das, um Leute draußen zu halten. Willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Wolfwerke bedanken sich für den Auftrag. Ich verwünschte, dass das verdammte Werk hätte den Krieg nicht überlebt, dann wären wir jetzt alle frei. Von Ulrike Meinhof. Von der können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Diese Linken fangen mit Pudding an und am Ende werden wir alle mit Kalaschnikow-Kugeln durchsiebt. Nazis raus aus Altena! Das Herz schlägt immer links, wenn man noch jung ist. Auch in Altena.